Analysen, Einstufungen, Wirtschaftsmeldungen. Müssen wir uns damit als Anleger wirklich ständig auseinandersetzen? Oder ist das alles nur Schall und Rauch, weißes Rauschen oder sogar Finanzpornografie? Und wir können uns das alles schenken, weil sich unser Geld an der Börse ja sowieso vermehrt. Und zwar wie von selbst. Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Wie wird man ein erfolgreicher YouTuber? Manche sagen, indem man einfach Videos macht mit einer ständig hohen Qualität. Nette Idee, aber natürlich leichter gesagt als getan. Was ich mir sagen habe lassen, was gerade super funktioniert auf YouTube, das ist, wenn man als YouTuber reagiert auf andere YouTuber oder auf populäre Themen auf YouTube. Das führt zu zwei Dingen. Nämlich erstens, die das Thema interessant finden, die finden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Reaktion drauf interessant. Und zweitens, man vermittelt damit auch den Eindruck, dass man selber genauso wichtig ist wie das, auf das man reagiert. Kleines Beispiel dafür: Der YouTuber Rezo macht ein Video über die CDU. Wenn dann Philipp Amthor oder auch die frühere Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer darauf reagieren, dann entsteht auf wunderbare Weise der Eindruck, Philipp Amthor oder Kramp-Karrenbauer seien genauso wichtig wie Rezo. Und ich reagiere heute auf niemand Geringeren als auf Gerd Komma. Konkret auf ein Video auf dem Kanal René will Rendite, Gerd Komma, souverän investieren, was an der Börse zählt. Mit der Kernaussage: Hüte dich vor Finanzpornografie. Gerd Komma ist jetzt per se kein YouTuber, sondern er ist Finanzautor und Vermögensverwalter. Er ist aber sehr präsent auf YouTube im Moment, ist auch sehr einflussreich und das auch aus gutem Grund. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber das, was man so mitbekommt, er ist sympathisch, er spricht klar, er spricht ruhig. Das, was er sagt, hat Hand und Fuß natürlich. Und einer von seinen großen Verdiensten, das ist mit Sicherheit einfach auch der, dass er immer wieder appelliert an die Anleger: Seien Sie realistisch, setzen Sie sich realistische Ziele und Erwartungen und lassen Sie sich auch nicht immer ins Bockshorn jagen, jetzt von irgendwelchen fantastischen Geschichten und Versprechungen. Und dass man auf der anderen Seite aber eben auch, wenn man an der Börse jetzt unaufgeregt vorgeht und wenn man rational vorgeht, dass man sich da schon auch was trotzdem erwarten darf. Er sticht also, ja, positiv raus aus dem Ganzen und der Kanal, auf dem das stattgefunden hat, René will Rendite, Clemens Schömann-Fink, das ist sowieso auch weit überdurchschnittlich. Und von daher alles schön und gut, aber trotzdem, weil das alles so derart überzeugend klingt, reizt mich das doch zum Widerspruch und darum heute auch mein Video. Auf der Webseite von Gerd Komma Invest, da findet man einen Blog, da findet man Publikationen, unter anderem sein Buch aus dem Jahr 2009, die Buy and Hold Bibel. Man kann also mit gutem Gewissen sagen, er ist ein Verfechter vom Buy and Hold Ansatz. Kaufen und liegen lassen, was auch passiert. Das ist ein Ansatz, der eben keine Aussagen trifft über einzelne Aktien und über Märkte und Marktlagen auch. Und zwar aus Prinzip auch. Und die Kernpunkte von dem Investmentansatz sind eben passiv investieren, Buy and Hold und Prognosefreiheit, wie man hier auch sieht. Also es fließen in die Anlageentscheidung keine eigenen Prognosen ein. Und zum Buy and Hold Ansatz konsequenterweise gehört eben auch, dass sich der Anleger nicht abbringen lässt von seinem Weg, vor allem nicht durch Marktgeschrei, durch das tägliche Geplärre der Finanz- und Börsenmedien. Und das nennt Gerd Komma eben auch Finanzpornografie. Ich gebe Ihnen mal typische Beispiele für sowas. Also hier ein YouTube-Video zum Beispiel: Preisexplosion, jetzt Ölaktien kaufen und das JP Morgan sagt, Öl steigt auf $200. Oder hier: Zinsschock, mega Gefahr für Aktien, steigende Zinsen ist gleich Crash? Fragezeichen, also lautes alarmistisches Marktgeschrei. Beide Videos sind übrigens von mir.
Gerd Kommer gibt andere Beispiele dafür natürlich. Also Hauptsache, man kriegt da irgendwie Aufmerksamkeit sozusagen. Und in meinem Video jetzt, da wird definitiv im Titel dann auch irgendwo das Wort Finanzpornografie vorkommen, ist ganz klar. Man muss die Zuschauer schon auch da abholen, wo sie stehen. Aber, und das ist der Witz bei Buy and Hold eben, man soll eben jetzt nicht nur sowas ignorieren, sondern natürlich jede Art von Wirtschaftsmeldungen, von Analysen, von Einschätzungen, die sind alle komplett irrelevant, weil die würden einen ja auch nur vom Weg abbringen. Und das Einzige, woran man sich dann eben wirklich ausrichten sollte als Anleger, das sind die Performance-Daten aus der Vergangenheit. Nur die würden eben belastbar sagen, wie sich Aktien wirklich entwickeln und welche Renditen sie eben auch bringen. Und genau das, das glaube ich eben nicht. Warum sollte das so sein? Wo doch in jedem Disclaimer von jedem Finanzprodukt drin steht, Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Es hängt zum Teil natürlich ab mit der Random Walk Theorie, also dass die Finanzmärkte eben effizient sind, dass die vorhandenen Informationen im Markt schon eingepreist sind. Und darum ist die Kursentwicklung eben kurzfristig, mittelfristig auch nicht wirklich prognostizierbar. Das ist ein bestechendes Konzept und wenn man jetzt aktiver Anleger ist, dann ist es natürlich leider schon oft so, dass sich das auch immer wieder mal bestätigt. Also Sie kaufen eine Aktie, Sie denken, die steigt jetzt und das aus dem und dem Grund und dann stellen Sie aber fest, sie tut's leider doch nicht. Wahrscheinlich jetzt nicht darum, weil das, was Sie sich gedacht haben, kompletter Blödsinn war, sondern eher vielleicht, weil das nichts wirklich Neues gewesen ist. Die anderen Marktteilnehmer haben das eben, was Sie gewusst haben, auch schon gewusst. Es war eben vielleicht schon eingepreist und damit auch irrelevant. Oder aber es passiert dann eben doch was völlig Neues, Unerwartetes, das vorher keiner wissen konnte. Aber so oder so, Sie können demnach eben die Kursentwicklung nicht prognostizieren, also lassen Sie es doch lieber bleiben. Und so wird jeder passive Investor eben auch argumentieren. Also hören Sie auf mit Market Timing zum Beispiel, hören Sie auf damit, dass Sie es besser wissen wollen als der Markt. Sie haben da eh keine Chance. Also investieren Sie lieber einfach und bleiben Sie auch investiert. Aber, und jetzt wird es spannend, die Märkte sind zwar anscheinend nicht prognostizierbar, aber Buy and Hold, das funktioniert trotzdem. Weil auf lange Sicht, da wissen wir ja, dass sie sich auf jeden Fall positiv entwickeln. Da haben wir ja die historischen Daten. Und das ist dann eben auch mehr oder weniger ein Naturgesetz. Erinnert so ein bisschen an das mit den Halbwertszeiten aus der Kernphysik. Also Sie haben jetzt einen Zentner Plutonium und bei den einzelnen Atomen können Sie zwar überhaupt nicht sagen, wann die genau zerfallen, aber wenn Sie jetzt den ganzen Block nehmen, dann wissen Sie eben nach 24.000 Jahren ist die Hälfte zerfallen von den Atomen und nach nochmal 24.000 Jahren ist dann eben wieder die Hälfte zerfallen und so weiter. So funktioniert dann also das mit dem Aktienmarkt mehr oder weniger. Er ist grundsätzlich nicht prognostizierbar kurzfristig im Einzelnen, aber langfristig hat er eben trotzdem eine determiniert eingebaute Überrendite. Und in der Kernphysik funktioniert das vielleicht noch, aber übertragen auf den Aktienmarkt würde ich sagen, der ja besteht aus realen Unternehmen in der realen Welt, da ist es meiner Meinung nach völlige Esoterik. Mal ganz abgesehen davon, ein Zentner Plutonium, der würde uns natürlich um die Ohren fliegen, aber ist vielleicht auch kein gutes Beispiel gewesen jetzt. Ich habe das schon mal kritisiert hier mit diesen Vergangenheitswerten. Ja, wir haben diese Erfahrungswerte, aber es sind einfach erstmal nur Zahlen rein. Und die Überrendite, die wir Aktien dadurch zuschreiben, so als wäre es ein Naturgesetz, das sind bis jetzt einfach auch nur Durchschnittswerte. Und bei jeder Zahlenreihe kommt nun mal ein Durchschnittswert raus. Der kann x-beliebig sein. Und es hat bis jetzt wirklich keiner den Beleg erbringen können, wie sollte man auch, also dass hinter dieser bisherigen Durchschnittsrendite wirklich eine Gesetzmäßigkeit steht oder ob das purer Zufall ist oder eben auch irgendwas dazwischen.
Es steht nicht hinter jeder Beobachtung eine Gesetzmäßigkeit. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Biologie nehmen. Es gab Einzeller vor Jahrmillionen, daraus sind irgendwann mal amerikanische Langohrstreifenhörnchen entstanden mit einem braunen Fell und weißen Flecken hinter den Ohren. Wir haben aber keinen Grund zu der Annahme, dass unter anderen Rahmenbedingungen auch wieder genau dieselben Streifenhörnchen entstehen würden, auch wieder mit weißen Flecken hinter den Ohren. Es war diesmal so, es war einmal so, es muss aber keine Gesetzmäßigkeit sein, wahrscheinlich passiert es auch eher nicht. Natürlich gibt es Argumente für eine langfristige Outperformance von Aktien, die kennen Sie wahrscheinlich auch alle. Also, dass die Unternehmensgewinne steigen, zum Beispiel langfristig in der Tendenz. Und dass die Anleger das aber jetzt eben nicht sofort einpreisen würden, weil sie ja auch einen Risikoabschlag vornehmen auf Aktien und so weiter. Das sind aber eben auch nur Modelle und Hypothesen. Und gerade was jetzt diesen Risikoabschlag betrifft, also ganz ehrlich, ich habe langsam eben auch den Verdacht, dass der im Moment immer weniger vorgenommen wird. Und von den passiven Anlegern ja sowieso nicht. Also für die ist ja jede Marktsituation sowieso gleichwertig. Die nehmen überhaupt keine Einwertungsarbeit am Markt mehr vor. Die hoffen nur, dass andere Anleger auch noch da sind, die das vielleicht dann doch noch machen. Und es gibt aber natürlich immer mehr passive Investoren, was man ja auch am Erfolg von den ETFs und solchen Produkten sieht. Ich sehe da erhebliche Gefahren. Erstens dadurch, dass wir eben wirklich immer mehr Investoren haben, die zwar viel sprechen über diese Risikoabschläge und über Risikoprämien, die das Marktrisiko aber eigentlich gar nicht mehr sehen und dies im Grunde ja sogar leugnen auch. Das gibt's ja vermeintlich gar nicht auf längere Sicht, weil die Daten aus der Vergangenheit, die sprechen da ja dagegen. Und diese Sicht, dass Aktien eben eine garantierte, gottgegebene Überrendite haben, was auch immer passiert, und das ist ja eine Sicht, die in der Finanzwelt mittlerweile schon sehr dominant ist, die ist nicht ganz ungefährlich, würde ich sagen. Und zweitens, die Performance-Daten aus der Vergangenheit, die haben für diese passiven Investoren eben eine solche Beweiskraft und eine solche Evidenz, dass sie denken, dass man damit jeden anderen Prognoseversuch und jede andere Einordnung und Analyse beiseite schieben kann wirklich und dass man damit aber auch jede tatsächliche Marktentwicklung und jedes tatsächliche Ereignis auch in der realen Welt für irrelevant erklären kann, weil man meint, nur dadurch, dass man die Durchschnittswerte aus der Vergangenheit hat, damit hätte man dann schon das überlegene Modell für die Interpretation des Marktes. Und das würde dann die Wahrnehmung und Beobachtung der echten Welt wirklich überflüssig machen. Also wenn morgen dann ein Komet einschlägt, völlig egal, trotzdem werfen Aktien langfristig 5-6% Rendite pro Jahr ab. Ein Beispiel jetzt nur mal aus meiner kleinen Welt, auf das ich ja gern immer wieder zurückkomme. Wir waren die letzten 40 Jahre natürlich in einem Bullenmarkt, gar keine Frage. Standard & Poor's 500 Index, der ist um 3000% gestiegen in der Zeit. Gerd Kommer würde sehr wahrscheinlich sagen, das heißt jetzt nicht, dass er nicht noch weiter steigt und da stimme ich ihm auch völlig zu. Dass er so stark gestiegen ist, das hat sicherlich mit gestiegenen Unternehmensgewinnen auch viel zu tun, ganz klar. Ich sehe aber eben auch einen Zusammenhang damit, dass zum Beispiel die Anleiherenditen in der gleichen Zeit stark gefallen sind. Hier ein Chart, die Renditen auf US-Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit, der beginnt leider erst 1992, aber die sind eben immer weiter nach unten gegangen. Das hat Aktien natürlich auch attraktiver gemacht, würde ich persönlich argumentieren. Und ich würde auch argumentieren, dass das möglicherweise eine Sondersituation war, die möglicherweise vielleicht eben nicht immer so bleibt, die sich auch umkehren könnte. Und dass die Aktienrenditen dann eventuell vielleicht nicht mehr so aussehen, wie sie es bisher getan haben. Das ist jetzt ein beliebiges Beispiel für eine private Markthypothese. Man kann sich alles anschauen. Man kann sich Bankbilanzen anschauen, Öl, Explorationsausgaben, Geldmengenwachstum, also was auch immer. Und daraus leitet man dann eben vielleicht Prognosen ab für sich. Diese Prognosen müssen nicht zwingend eintreffen. Das ist völlig klar, das sage ich auch gar nicht. Nur ich weigere mich eben auch,
dass ich anerkenne, dass davon wirklich nichts in irgendeiner Weise auch marktrelevant sein soll. Also sollen wir wirklich darauf verzichten, aus all dem was abzuleiten, nur weil wir sagen, wir haben jetzt ja schon die Daten aus der Vergangenheit und die sind für die Zukunft so verlässlich, dass wir uns alles andere sparen können. Ich für meinen Teil, ich sehe das nicht so. Und darum will ich hier eben jetzt auch eine Lanze brechen, mal für die aktive Aktienanlage. Nicht, weil ich glaube, damit schlägt man den Markt problemlos. Das ist nicht so einfach und ich würde gern von mir selber sagen können, ich weiß, wie man den Markt schlägt, nur ich weiß es eben leider auch nicht. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, darum geht es ja eigentlich auch gar nicht. Sondern es geht darum, wenn ich ein aktiver Anleger bin, dann kann ich eben so handeln, wie ich es richtig finde. Und ich kann auch die Aktien kaufen zum Beispiel, die ich eben gut finde und von denen ich überzeugt bin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, naja, für mich kommen einfach nur Value-Aktien in Frage. Oder ich kaufe immer im September und im Mai verkaufe ich dann wieder. Und wenn ich damit dann leider schief liegen sollte, und die Möglichkeit besteht natürlich, aber dann ist es eben so. Aber ich kann eben machen, was für mich richtig ist als aktiver Anleger. Ich kann so machen, dass es für mich auch passt, inklusive Risikomanagement zum Beispiel auch. Risikomanagement ist so eine Sache, in den letzten Jahren war es meistens schädlich, hat eher Geld gekostet natürlich, aber kein Wunder, wir waren ja auch 40 Jahre lang in einem Bullenmarkt, was natürlich auch ein Riesentriumph war für die ganzen Buy-and-Hold-Anleger. Aber wie gesagt, es muss eben meiner Meinung nach nicht zwingend so sein, dass wir die nächsten 20 Jahre auch noch automatisch in einem Bullenmarkt sind. Und davon mal abgesehen, also ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie jetzt als aktiver Anleger den Markt deutlich schlagen, die ist natürlich gering. Aber auf der anderen Seite die Wahrscheinlichkeit, dass Sie jetzt mit einem guten, breit gestreuten Portfolio jetzt total hinter dem Markt zurückbleiben, also wenn Sie jetzt nicht lauter Sachen machen, die völlig abwegig sind, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch. Also, was soll's? Ich habe nichts gegen passives Investieren. Viele Anleger trauen sich aktiv investieren nicht zu oder sie machen auch lieber was anderes in ihrer Freizeit, Sport, soziale Kontakte pflegen und die ganzen unsinnigen Dinge. Die Leute, die werden immer irgendwie passiv investieren. Was sollen sie auch sonst tun? Und das ist auch gut so. Ich wehre mich einfach nur gegen die Tendenz, die ja ziemlich stark ist im Moment und die einfach besagt, aktiv investieren ist völliger Quatsch, aber passiv investieren, damit machen sie wirklich immer alles richtig und damit haben sie die Fakten auch auf ihrer Seite. So einfach ist es eben auch nicht, meiner Meinung nach. Und was jetzt Finanzpornografie betrifft, wir haben ja gehört, Random Walk, nichts ist prognostizierbar kurzfristig. Insofern kann man sich schon auch fragen, was spricht dagegen, wenn man jetzt als Anleger wirklich das alles glaubt und wirklich alles umsetzt, was man so hört und liest. Für jede beliebige Aktie ist doch zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Chance erstmal völlig gleich. Darum kann ich hier nur sagen, Daumen hoch für unsere wackeren Finanzpornografen. Aber klar, Scherz beiseite, stimmt schon, wahrscheinlich tut man sich nicht so den großen Gefallen damit als Anleger, wenn man davon jetzt zu viel konsumiert und dann hektisch wird oder sich irgendwie verrennt in irgendwelche Hypes oder irgendwelche Schreckensszenarien. Und wie gesagt, das ist ja auch das große, große Verdienst von Gerd Kommer und von den Leuten, die ähnlich denken wie er, dass sie uns da eben schon immer wieder ermahnen auch, dass wir uns hinterfragen müssen, unsere Überzeugungen, Erwartungen, unsere Selbstgewissheit natürlich auch als Anleger und natürlich auch als Finanzredakteure. Also unsere Argumente, die könnten schon viel brüchiger sein, als wir das vielleicht immer glauben. Nur, am Ende kennt die Zukunft wirklich keiner. Und das, was wir in 20, 30 Jahren kriegen für unsere Aktien, das hängt meiner Meinung nach eben auch nicht von der Statistik ab, sondern am Ende dann wirklich davon, was sind dann die Anleger willens und auch fähig, uns dafür zu zahlen, aus welchen Gründen auch immer.
Gut, und jetzt habe ich noch was komplett Abwegiges für Sie. Unser nächsten Zukunftsmärkte-Report. Das ist für jeden China-Fan ein Muss. Es geht da um den Feng Shui-Index diesmal. Um den großen Jahresausblick von der Investmentbank CLSA. Auf Basis von chinesischen Tierkreiszeichen. Für Gerd Krommer ist das, glaube ich, nichts. Das ist schon gar keine Finanzpornografie mehr. Das ist noch viel, viel schlimmer. Der Witz ist aber, die Prognosekraft von diesem Index, die war in den letzten Jahren noch gar nicht mal so schlecht. Also nehmen Sie das Ganze vielleicht jetzt nicht zu ernst, aber trotzdem tragen Sie sich schnell noch dafür ein für diesen Report auf www.zukunfts-märkte.de, denn der Report geht morgen früh raus. Chinas Börsen im Jahr des Tigers. Und alle Reports von uns sind natürlich gratis und der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Viel Spaß damit, alles Gute Ihnen und Dankeschön fürs Zuschauen.